Der Buchweizen, der eigentlich gar kein Weizen ist, sondern ein Knöterichgewächs, ist hierzulande ein wenig in Vergessenheit geraten. Zu Unrecht, findet Johann Zacherl aus Mohrenweiß. Und das nicht nur aus ackerbaulichen Gründen. Er ist überzeugt von diesem Pseudogetreide. Ursprünglich war das eigentlich eine Idee, die bei einer Klassenfahrt in Russland gereift ist. Da habe ich das erste Mal Buchweizen Plinius zum Essen gekriegt und war recht begeistert davon. Und das ist dann so 30 Jahre irgendwo im Kopf hängen geblieben. Und 2018 hat sich eben die Gelegenheit geboten, dass man nach der Wintergerste, weil der Erntetermin so früh war, nur Zweitfrucht anbauen hat können. Und dann habe ich mir gedacht, einfach jetzt probier's halt einmal mit dem Buchweizen. Er wächst schnell, braucht kaum Stickstoffdünger, dafür aber viel Spurenelemente und lockert mit seinen langen Wurzeln den Boden. Er schließt Nährstoffe sehr gut auf. Nach der Ernte lässt man liegen als Erosionsschutz. Und im Frühjahr kann man dann eben mit der nächsten Folgefrucht raufgehen, die dann auch die Nährstoffe, die der Buchweizen aufgeschlossen hat, besser nutzen kann. Auf 4 Hektar hat Johann Zacherl heuer Mitte Juli Buchweizen als Zweitfrucht nach Getreide angesät. Das bedeutet doppelter Ertrag vom Acker und dennoch ökologisch sinnvoll. Er blüht wunderbar. Und wenn man sieht, wir haben da Insekten drin, vorzugsweise Bienen, das eigentlich der Wahnsinn ist. Und das ganze Niederwild, es ist einfach schön zum Anschauen. Und im Herbst jetzt vor der Ernte, da sind jetzt ein Haufen Vögel auch drin, die da immer noch ganz gut ein Nahrungsangebot finden. Er macht einfach Spaß. Da er aber nicht aufhört zu wachsen und zu blühen, ist der optimale Erntezeitpunkt schwer zu bestimmen. Am besten lässt er sich in einer Schönwetterphase direkt nach dem ersten Frost dreschen. Dann ist er gleichmäßig abgereift. Heuer erntet Johann Zacherl Ende Oktober, gemeinsam mit seinem Vater. Beim Verbraucher ist der proteinreiche und glutenfreie Buchweizen immer mehr gefragt. Klingt alles gut. Aber nach der ersten guten Ernte 2018 von 2,5 Tonnen pro Hektar kam erst mal der Schock. Und dann heuer die Überraschung. Ja, das Hauptproblem war einfach, dass 2018 kein Absatz dafür da war, weil der Markt in Deutschland oder speziell Bayern mit osteuropäischer Ware gedeckt wird. Und durch Corona hat sich das Marktverhältnis so verändert, dass inzwischen aus dem Osten keine Ware oder sehr wenig rüberkommt und dadurch ein Absatzmarkt für bayerische Ware entstanden ist. Allerdings ist es unmöglich, den Buchweizen für den Nahrungsmittelsektor ungeschält zu verkaufen. Und es gab weder einen Verarbeiter in der Nähe noch rentable Maschinen für Direktvermarkter, also für kleinere Mengen. Retter in der Not war Sohn Sebastian. Also das Problem bei der Verarbeitung des Buchweizens ist, dass die ganzen Kernel unterschiedliche Größen haben. Das heißt, man muss sie, bevor man sie schälen kann, nach Größe sortieren und braucht dann so ein Mahlwerk, wo man den Abstand wirklich ganz präzise einstellen kann. Da geht es auf 1/10 Millimeter. Und wenn das nicht passt, hat man später ungeschälte Körner im Produkt. Ärgerlich, da die Schale nicht zum Verzehr geeignet ist. Der gelernte Mechatroniker hat deshalb nebenher 3 Maschinen selbst entworfen, gebaut und immer wieder getestet und verfeinert. Eine Trommelsiebmaschine, die den Buchweizen kalibriert. Eine Schälmühle, die Korn und Schale voneinander trennt. Und einen Gewichtsausleser, der dann das Gemenge aus Kernen und Schalen trennt. Da habe ich mich natürlich an bestehenden Systemen orientiert, aber das eben in der Richtung, für was es wir brauchen, so verbessert, dass es dann auch das gewünschte Ergebnis liefert. Nach der Trocknung und nach dem Schälen bleiben von 9 geernteten Tonnen rund 6 Tonnen verkaufsfertiger Buchweizen übrig, wenn alles gut geht. Für uns ist es jetzt natürlich sehr spannend, weil sich jetzt herausstellt, funktioniert das Ganze und können wir dann das Produkt vermarkten. Die Frage ist auch, lohnt sich der Aufwand? Die Zacherls hoffen auf bis zu 3 € pro Kilo. Ich würde sagen, das ist Picobello. Das passt. Sehr gut. Wir sind jetzt von der Technik her so weit, dass wir mit einem verkaufswertigen Produkt an einen Bäcker oder an einen Direktvermarkter gehen können
Und die heutige Ernte können wir auf dem Niveau verarbeiten. Und vermutlich wird es bei uns jetzt auch öfter Buchweizenblindes geben. Wenn alles weiterhin gut läuft, will Johann Zacherl in Zukunft auf mehr Feldern Buchweizen als Zweitfrucht anbauen. Unseren YouTube-Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem auch in die BR-Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.